Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Manchmal kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Ich habe das Gefühl, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, fruchtet denn nicht, was ich in meinem Leben so alles leiste, was ich an Stunden und Stunden in unserer Abteikirche sitze und bete, was ich vom Herrn erbitte? Ich habe das Gefühl, nichts von dem fruchtet, nichts von dem wird erhört. Und ich weiß, dass ich mit diesen Fragen bei weitem nicht allein dastehe. Und mitten in diese Fragerei spricht Jesus: Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Vielleicht hilft es, die Perspektive einmal umzudrehen, dass ich erkennen kann, dass das, worum ich bitte, schon längst gegeben ist, vielleicht auch, wenn ich es nicht auf den ersten Blick erkenne, dass ich schon längst gefunden habe, was ich eigentlich suche. Und dass die Tür, an die ich schon lange anklopfe, schon viel länger geöffnet ist. Und in all dem wartet Jesus und gibt mir den Glauben und das Vertrauen, dass ich nicht alles zu machen brauche, sondern dass er das, was ich zu geben habe, immer noch weiterführt und zur Vollendung bringt. Das wird vielleicht meine Unkenntnis, mein Durcheinander nicht immer beseitigen, aber vielleicht finde auch ich etwas mehr Gelassenheit und Kraft darin, dass Jesus das, was er in mich hineingelegt hat, auch zur Vollendung bringen kann. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, auch wenn nicht alles hier und sofort und so, wie ich es will, umgesetzt wird, in meinem Kloster, in der Kirche, in der Gesellschaft, in dieser Welt, so weiß ich doch, dass du mich berufen hast, um meinen Beitrag zu leisten. Hilf uns und die vielen kleinen Beiträge, die wir alle leisten, zu einem großen zusammenzufügen und zeige uns auch dann und wann die Früchte unserer Arbeit und unseres Glaubens. Schenke uns die Ruhe und die Gelassenheit, die diese Nacht uns bringen wollen und hilf uns morgen, mit der Kraft in den Tag zu gehen, dass du all unser Wollen und Vollbringen begleitest. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.